So Leute, willkommen zurück zu God of War Ascension. Wir kämpfen hier wieder gegen die Gorgon und stellen uns hoffentlich ein bisschen besser an. Denn wir müssen so viel Leben wie möglich sparen, um dann gegen die Donnerhuhn ein bisschen mehr Leben auf Lager zu haben. So, ich finde, wir können hier zurück mal ein bisschen Magie einsetzen, um die Gorgon ein bisschen in Schach zu halten, um ihn ein bisschen einzuheizen. Stimmt, wir haben ja zum Beispiel Donnerblase. Kumpelblase haben wir. Die können wir ja auch einsetzen, wenn er denn mal kommen würde. Da ist er. Los, mach irgendwas Donner. Ich sag jetzt Donnerbody, genau. Er ist mein Donnerbody, die Kumpelblase. So, komm, weg mit euch. Wie gesagt, eigentlich sollte ich ein bisschen Leben sparen, damit ich mehr gegen die Donnerhuhn habe, aber momentan sieht es nicht wirklich gut aus, Alter. Lass mich in Ruhe. Alter, besser gesagt. Ah, erstes Quicktime-Event, sehr gut. So, packen wir sie und schlitzen ihr erstmal den Schwanz ab, denn wir brauchen keine Transenschlampen, sondern männliche Schlampen. Jetzt bitch-slappen wir sie. Auch wenn sie ihre Tage hat, aber wir slappen ihr auch die Haare und die Brüste und das Gesicht blutig. So ein Zuhälter sind wir halt. So ein richtig harter. Und jetzt setzen wir erstmal wieder Magie ein. So, und weg mit euch. Okay. Ja, sehr schön. Quicktime Event. Komm, pack sie. Sehr gut. Die slappen wir jetzt auch so lange zu Tode, beziehungsweise schneiden ihr erstmal den Schwanz ab. So. Schneiden weiter den Schwanz ab, denn wie gesagt, Transen brauchen wir nicht. Und jetzt slappen wir ihr das Gehirn aus dem Schädel. So, bis sie sich nicht mehr weigert, für uns anschaffen zu gehen, die Böde. Die Böde vor allem. Sie ist ja nicht blöd oder so, sondern sie ist Böde. Oh, jetzt kommen schon die Donnerhuren, das gefällt mir gar nicht. Vor allem, da sie ziemlich nervig sind. Wer hätte es gedacht? So, geht weg! Okay, schön aufgeschlitzt und jetzt gleich wieder Magie eingesetzt. Ich glaube, es gibt insgesamt 4 Donnerhuren und 4 Gorgonen. Die Gorgonen haben wir ja fast erledigt, aber leider nur fast und nicht ganz. So, die dritte hätten wir jetzt auch schon mal am Schwanz gepackt. Nicht am Schopf, sondern am Schwanz. Man packt das Übel jetzt in der neuen Zeit eher am Schwanz anstatt am Schopf. Denn am Schwanz sind die Dinge halt verwundbarer. So, komm gleich mal wieder Magie einsetzen, das geht so irgendwie ganz gut. Also ich habe bis jetzt ein relativ gutes Gefühl bei diesem Anlauf. Und ich hoffe, das Gefühl bestätigt sich dann auch später. Indem ich dann halt richtig viel Leben gegen diese Amazonen habe. Und hoffe... Ah, fuck, da hat sie mich geslappt, die Bitch. Weil ich so viel Scheiße gelabert habe. Ja, aber ich weiß ja nicht mal, ob die Amazonen dann die letzten Gegner sind. Oder ob da noch mehr kommt. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass da noch mehr kommt. Jetzt erstmal zerstampfe ich hier den Schädel. Das hat sie auch verdient. Bam. Und jetzt setzen wir erstmal die Magie ein. Hier, zack. Und... Komm, geh drauf! Geh drauf! Ah, fuck! Ihr Donner ist halt schon eine ziemlich starke Attacke, finde ich. Nee, ist es einfach. Ich finde es ja nicht nur, es ist auch so. Komm! Komm! Ah, Alter Mann, kann ich mal treffen? Okay. Ich habe wieder ein bisschen Magie. Also kann ich auch wieder Magie einsetzen. So, ich glaube, die Feuermagie gefällt mir doch am besten. Ich glaube, ich habe mal gesagt, dass die Eismagie mir am besten gefällt, aber ich glaube doch, dass Feuer mein liebstes Element ist. So, was macht sie? Ich will eigentlich warten, bis ihre... Hä? Kommen keine Feuerhuren mehr. Donnerhuren mehr? Was ist denn los? Uah. Geh mir aus der Sicht. So, ich glaube, es kommen keine Donnerhuren mehr. Haben wir den zwei irgendwie schon besiegt, ohne dass ich es gemerkt habe, oder... Was ist da los? Okay, Quicktime Event. So. Weg mit dem Kopf. Zack. Oder kommen die jetzt? Nee. Okay, waren es doch nur 2 Donnerhuren. Seltsam. Okay, jetzt haben wir die Hälfte des Lebens und volle Magie gegen die Amazonen.
Das sollte hoffentlich ausreichen, um sie dann auch zu besiegen. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob sie die letzten Gegner sind oder ob da noch mehr Gegner kommen. Was könnte denn kommen? Die Elefanteure können zum Beispiel kommen oder Minotauren. Hat mir ja relativ wenige in diesem Spiel. So. Komm, Kumpelblase, mach dich mal nützlich und mach ein bisschen Schaden. So. Ich setze jetzt aber... Oh, ah, fuck. Was war das denn? Haha. Das war cool irgendwie. Obwohl ich das Glück am Event verloren habe, war es trotzdem ganz cool. So. Mach mir ihn einfach so viel Schaden wie nur irgendwie möglich. Alter, wie viel ziehen die denn ab? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die irgendwie 100 Milliarden abziehen. So stark wie die sind. Okay, machen wir einfach die ganze Zeit Magie, bis wir keine mehr haben. So, komm. Ist denn wenigstens nicht mal einer haben wir besiegt. Kumpelblase, los, greif an. Hä, wieso habe ich jetzt... Okay, okay. Alter, was ist da los? Geht weg. Geht mir vom Leib. Wie viel ziehen die denn ab, Mann? Die sind echt ziemlich hart. Okay, da Quicktime-Event. Los, pack die, Mann. Nein, Quicktime-Event vorbei. Verdammte Axt, geht mir vom Leib. Okay, komm. Komm. Ja, schön Zeit verlangsamt. Geh weg, geh weg. Hack mir nicht die Augen aus. So. Schön Abstand und jetzt vielleicht das Donner-Element wieder einsetzen. So, komm. Alter, nee, das wird nichts. Das wird wieder mal nichts. Quicktime-Event, los! Hoffentlich waren das die letzten Gegner. Hoffentlich waren das die letzten Gegner. Was jetzt? Es geht irgendwie nicht weiter. Okay, Feuer. Was will mir das Feuer sagen? Ich soll da wahrscheinlich nicht reinlaufen. Da ist ein Gegner aufgetaucht. Was ist das für ein? Ah, nur so ein. Kann ich die eigentlich runterschmeißen? Mal schauen. Komm, weg mit... Ja, kann ich. Sehr gut. Okay, da ist noch einer. Komm her. Komm. Und... Ah, geh mal runter, Junge. Junge! Da ist eine unsichtbare Wand. Das gibt's ja nicht. Geh weg, Mann! Du werd erstmal ein bisschen langsamer. Okay. Da hat mich das Feuer fast getroffen. Komm, komm her. Komm her, Vögellein. Und weg mit den Flügeln. Okay. Okay, komm. Was habe ich auch gemacht? Keine Ahnung. Hat irgendwie das Gefühl, er greift mich an. Hat aber gar nicht getan. So, geh weg, Junge. Okay, nicht gut ausgewichen. Nicht gut ausgewichen, muss man mal sagen. Komm, weg mit dir. Sehr schön. Ich kann da sogar drüber springen. Das ist gut zu wissen. Ich bin ein bisschen angespannt, denn ich habe Angst vor dem Gegner. Muss ich mal sagen. Er ist zwar lahm wie eine Sau, aber dafür, wenn er mal trifft, ist das fast schon mein Todesurteil, habe ich das Gefühl. So, komm. Sehr gut. Ah, so kann ich ihn, glaube ich, ganz gut in Schach halten. Außer er wird zum Super Saiyajin. Was er gerade geworden ist. Okay, jetzt hat er sein Schutzfeld da angemacht. Komm. Jetzt können wir ihn wieder bearbeiten. Ausweichen und bearbeiten. Ja, Quicktime-Event. Hoffentlich war es das jetzt. Hoffentlich war es das jetzt endlich. Okay, ich kann zumindest schon mal hier weitergehen. Aber ich hoffe, es kommen keine Gegner mehr. Denn ich habe echt so gut wie kein Leben mehr. Schauen wir mal, wir gehen auf jeden Fall... Nein. Ein Zentaure erwartet uns und wir haben fast kein Leben mehr. Komm, werd langsamer. Ich hab verfehlt. Ich hab ihn nicht getroffen, ich Idiot. Komm. Okay, das sind Stacheln, den sollte ich am besten ausweichen, nicht mich treffen lassen von ihm. Komm. Ah, das muss ich wieder auffüllen. Jetzt aber. Komm. Sehr gut. Ich
bin echt angespannt. Ich habe so wenig Leben. Okay, sehr gut. Er ist in die Stacheln reingelaufen, der Idiot. Komm. Mach mehr Schaden, Mann. Nicht du mir, sondern echt dir. Okay, Quicktime-Event. Quicktime-Event. Bloß nicht versauen, Fokker. Bloß nicht versauen. Bitte nicht versauen, sonst bin ich tot. Schneid ihm den Bauch endlich auf, Mann. Okay, bitte, keine... Oh, okay, wir haben wieder ein bisschen Leben. Oh, Alter, aber ich will trotzdem keine Gegner mehr haben. Geht weg! Bleib mir vom... Ja. Hallo, was machst du, Kumpelblase? Komm... Wieso kommt Kumpelblase nicht her? Was hat er gegen mich? Was hat er gegen mich? Ah, fuck. Vorhin die Staffeln reingelaufen. Beziehungsweise reingerollt. Ey, die Stelle ist echt schwer. Die Stelle ist echt schwer, finde ich zumindest. Vielleicht findet ihr sie auch mega einfach. Kann ich mir aber ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, dass ihr sie einfach findet. So, los, Kumpelblase. Zeig, was du drauf hast. Komm, weg mit dir, Mann. Wie ich das Spiel kenne, gibt es sogar noch eine vierte Ebene. Bei der dann noch stärkere Gegner kommen. Obwohl die Donnerhuhnen waren für mich. Und die Amazonen. Die Donnerhuhnen und die Amazonen haben mir bis jetzt am meisten Sorgen bereitet. So, komm. Räumen wir hier ein bisschen auf. Zack. Sehr gut. Ah, fuck. Hoffentlich ist das der letzte Gegner, weil... Hier. Hier. Spüre den Strom des Todes. Okay, der hat mich getroffen. Und wenn er mich trifft, tut das auch ziemlich viel Schaden tun, zu viel tun. So, Kopf ab! Okay, die Ebene haben wir bis aus jetzt schon geschafft. Gut, das heißt schon geschafft. Wir haben sie geschafft. So, und jetzt schauen wir mal, ob es noch eine vierte... Es hat gespeichert! Es hat gespeichert, das heißt, hier ist ein Checkpoint. Also auch wenn es eine vierte Ebene gibt, wir haben immerhin schon den Checkpoint erreicht. Oh, bin ich froh drüber. Bin ich froh drüber, das glaubt ihr kaum. Was jetzt? Nein, da. Nächstes Mal Treppe benutzen. Geht klar, Spiel. Leben. Danke, 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 danke. Sehr gut. Ey, die Stelle fand ich richtig schwer. Also ich fand sie richtig, richtig schwer. Okay, gut. Vielleicht habe ich mich auch echt blöd angestellt. Aber sagt mir, fandet ihr die Stelle schwer? Also immerhin mussten wir 3 Ebenen bewältigen mit 4 Gogonen, ich glaube 3 Donnerhuren, dann 2 Amazonen, jede Menge Flatterviecher und dann auch noch so ein Hammerbruder und was gab's nicht alles? Keine Ahnung, es gab so ziemlich alles. So viel gab es. Und kein einziger Checkpoint. Nun gut, wir sollten die Barriere eigentlich auflösen können, oder? Ja. Also gehen wir mal durch. Okay. Haben wir jetzt gerade die Augen verloren? Schauen wir ganz kurz. Ja, wir haben die Augen wieder verloren. So ein Rotz. Und uns fehlen 500 Orbs, um das letzte Item vollständig aufzuwerten. Wir müssen wahrscheinlich kurbeln. So wirkt das hier. Kurbeln wir halt wieder wie ein Weltmeister. Und jetzt? Kumpelblase? Hier langs? Ist es richtig so? Keine Ahnung. Ich mach's einfach mal. Komm! Auf da! Nee. Okay, das war falsch. Wir müssen kurbeln, das ist richtig. Aber was wir dann tun müssen... Ich glaube, das mit der Kumpelblase ist auch richtig. Wahrscheinlich müssen wir dann wieder da einfach durch, oder? Oder? Keine Ahnung, ich check's nicht so richtig. Ich check ehrlich gesagt... auch nicht so richtig, was dieses Portal da soll. Weiß mir da irgendwie durch die Zeit oder wie ist das? Ich weiß nicht. Okay. Das haben wir schon mal getan. Gut. Da müssen wir wahrscheinlich hier irgendwas tun.
Hier müssen wir irgendwas tun, was ich noch nicht herausgefunden habe. Vielleicht einfach mal... Hä? Hier bekommen wir nochmal die Augen. Okay. Okay, das hatten wir alles schon. Ah, wahrscheinlich müssen wir hier hin. Ach so. Uiuiui, Nahaufnahme der Brüste. Deswegen mussten wir hier hin, gut. Oh, der Kratos hat den Blick gleich mal versperrt. So ein böser Junge, böser, böser Junge. So, komm, weg damit. Und jetzt kurbeln. Okay. Die Spiegel oder Linsen, wie auch immer, drehen sich. Kumpelblase hier hin. Das bringt aber nichts. Das bringt nichts. Müssen wir jetzt nochmal zurück. Jetzt verlieren wir wieder die Augen. Oh Wunder, oh Wunder, oh Wunder. Wie konnte das nur geschehen? Ist das irgendwie so ein Paralleluniversum, durch das wir gerade gegangen sind? Ah, jetzt geht's weiter. So geht es dann wieder nach unten. Wir haben doch so lange gebraucht, um nach oben zu kommen. Manno! Ist das denn... Oh! Mechanismus von Antikythera. Wer auch immer das ist. Was? Nein, Drake, diesmal nicht. Drake? Meint man damit Nathan Drake da? A.K.A. Nate aus Uncharted? Wenn ja, finde ich das genial. Könnte ich mir sogar vorstellen, ist ja bei Sony exklusiv. Aber egal. Zahnradmechanismus zur Himmelsbeobachtung von Archimedes. Cool. Ah, damit haben wir alle Artefakte, genau, so heißt es. Aber wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Leider ohne Drake. Aber den sehen wir vielleicht irgendwann mal wieder. Auf jeden Fall war es das jetzt mit diesem Part von God of War Ascension. Wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Part. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.